So könnt ihr euch noch einige Zeit besprechen, was es doch für weitere Details gibt eurer Planung. Könnt natürlich dann im Verlaufe des restlichen Abends einen Runden zu Kanesetianer gehen und die Egelschreckpasten holen, damit dann diejenigen, die nicht Boltax sind, von den Stechmücken nicht zerstochen werden. Und noch weitere Planungen ausführen, Zauber, die eventuell in einen Stab gesprochen werden oder dergleichen mehr. Abschließende Besprechungen mit Haswulf. Und so schreiben wir den nächsten Morgen. Ihr könnt wieder erwachen und das Summen und Brummen, das Stöhnen von irgendwelchen Mannschaftern oder das ekelhafte ja, Aufschreien, wenn man sich eine juckige Stelle aufgekratzt hat. Es ist eine ganz eigene Stimmung hier in Brabak, in diesem Hafen. Immer mal wieder das dumpfe Hämmern, was dann irgendwie von außen an euch herandröhnt und das Wasser, was dann irgendwo hinter euch, hinter der Schleuse gegen die schlammigen Pforten klatscht. Ja, ihr habt nicht wirklich gut geschlafen und einige Kopfschmerzen, aber es muss schon irgendwie gehen. So, meine Freunde, ich denke, es ist soweit. Nicht gut geschlafen. Ja, das Klima hier ist gewöhnungsbedürftig. Ja, es lag am Klima und nicht, dass ich vielleicht in der Nacht etwas zu lange gelesen habe. Ja, das ist ja auch nicht gut, Boltax, für die Augen. Ja, das ist richtig. Ach Das ja, ich ist habe noch für richtig. jeden was, bevor wir jetzt aufbrechen. Ich stapfe nochmal zurück in meine Kabine. Safim kommt für jeden für euch von einem kleinen Holzpferdchen wieder her. Hier, eins für dich. Dich, eins für dich, eins für dich. Das ist sehr Danke nett. schön. Aber warum? Weil ich jetzt Holzpferde schnitze und in meiner Kabine kein Platz mehr ist. Gut. Ein interessantes Hobby. Ja, ich wollte ja was anderes schnitzen, aber ich arbeite noch an Pferden. Und wenn es dich glücklich macht, Rafim. Einige Handvoll davon liegen noch in meiner Kabine. Die sind durchs Loch durchgefallen. Kannst du dir auch jederzeit abholen. Also, die hat Mira dir ja geschenkt, die kann ich jetzt ja nicht zurücknehmen, also. Außerdem habe ich echt keinen Platz mehr. Vielleicht solltet ihr auf etwas Größeres umsteigen. Eine größere Schnitzkunst. Ihr denkt an ein großes Pferd. Nun, vielleicht ein anderes Motiv. Ein Pferd in Lebensgröße. Abel mir, ich kann nur Pferde. Habt ihr euch schon mal eine Maske probiert? Also die Pferde könnt ihr jedenfalls schon richtig gut. Die Muskulatur da an der Hinterhand habt ihr echt gut erfasst. Ja. Was meinst du mit einer Pferdemaske? Das ist doch seltsam, Abel mir. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal bei Moas solche Totenmasken gesehen habt. Die sind sehr Ja. dekorativ. Und ein hübsches Andenken. Hat mein Pferd einen Rüssel? Ja, deins ist eins von den früheren Boltaxte. Da ist alles noch nicht so gut gewesen. Na, schönen Dank auch. Ich kriege wieder das Kaputte. Na, wir können tauschen, Voltax. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Handvoll. Na gut, das erscheint mir fair. Vielleicht solltest du ein Elefant werden. Ja, ich habe auch einen Elefant probiert, aber er sah dann am Ende aus wie ein Pferd mit Rüssel. Seht ihr? Das ist ein Elefant und kein Pferd. Ich sehe das eher als Sammlerstück. Ja, Ich glaube. ich arbeite noch dran. Man könnte sagen, ein früherer Raffin. Ja. Genau, wenn du mal richtig berühmt bist. Das kommt zu meiner Rafim-Sammelkarte. Ja, sehr gut, sehr gut. Aber jetzt auch genug von Pferden gesprochen. Ja, wir müssen hier auf eine Expedition. Was Augenblick, ich sowas. glaube, ich lasse meines hier nicht, dass es verloren geht. Ich Ach, werde es als Albi. Briefbeschwerer nehmen. Ja, wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr nur was sagen. Oh, Zulamin, ich habe vielleicht in den vergangenen Tagen ein, zweimal eure Korrespondenz durchgelesen. Es tut mir leid. Wieso das denn? Nun, weil ich neugierig war. Dieser eine Brief, da standen sehr pikante Details drin. Ich dachte, so etwas interessiert euch nicht. Tut es dir auch nicht. Aber eure Ehrlichkeit ist mehr als beeindruckend, Boltax. Das finde ich sehr gut.
Ja, ich bin eine ehrliche Haut, durch und durch. Nun, solange ihr nichts durcheinander gebracht habt. Ihr nicht davon aus. Wollen wir dann? Ich denke schon. Wir wollen deinen Freund ja nicht warten lassen, Abelmir. Nun, ich würde ihn nicht als Freund bezeichnen, als Bekannten. Bestenfalls. Aber lasst uns trotzdem gehen. So brecht ihr auf. Zulamin kann noch einmal ihr Pferd als Briefbeschwerer auf ihren kleinen Tresen stellen. Vielleicht würde die Kunst von Rafim ähnlichen Wert annehmen wie Eldan Gorbas einst. Aber bis dahin ist das noch ein langer Weg. So brecht ihr wieder auf mit euren Bändchen, die ihr euch am Vortag geholt habt. Für Zulamin könnt ihr ein weiteres lösen und sie dann als Tagelöhnerin umherziehen lassen. Auf in Richtung der dunklen Halle der Geister. Wieder vorbei an dem seltsamen Markt, an dem es quasi alles zu kaufen gibt, zu verschiedensten Preisen und verschiedenster Qualität. Dann steht ihr vor den gewaltigen Toren der Mauer der dunklen Halle der Geister und könnt bereits erkennen, wie sich die Pforte, das Portal öffnet und ja, neben zwei Personen auch eine dritte herauskommt. Paul Berre und Markello unscheinbar zu erkennen und eine dritte Demeliue Nandionella Termysios, die sie begleitet. Sie flüstern dort wohl noch etwas, bis dann Demeliue die Hand auf die Schulter von Paul Berra legt, ihn einmal etwas anschiebt und dann wieder mit einem grazilen Schwung euch den Rücken zuwendet und in den tiefen Hallen verschwindet. Markello tut wie immer nichts, steht einfach nur als große, lebensechte Statue und Leibwächter neben dem finsteren Paul Berra, der sich wohl sein Gesicht geschminkt hat mit irgendeiner Paste, die er sich ins Gesicht gerieben hat und seine Haut nun noch bleicher aussieht, noch spindeldürrer als sonst schon, seine zerfurchte Haut, auf denen man fast eine Landkarte hätte zeichnen können, so viele Narben und Falten, die ihr dran erkennen könntet. Und ja, so treten die beiden Gestalten auf euch zu. Ah, die Gefährten. Gut. Moderes Polbera, es ist uns eine Ehre. Sulamin al-Shabra, noch von euch habe ich gehört. Es ist mir eine Ehre. Nun, Magister Polbera, vielleicht wärt ihr so freundlich, uns über den Zweck und den Ort der Reise zu informieren. Selbstverständlich. Der Ort wird euch wenig sagen, verfügt er doch kaum über einen Namen, den ihr auszusprechen vermögt. Doch wir werden entlang des Mysop rudern und starksen. Den Mysop dann irgendwann verlassen und uns eine der Echsen-Dörfer aussuchen. Dort gibt es... Das machen wir platt? Das klingt gut. Nein. Wieso nein? Es ist exisch. Die Schwestern und Brüder der Schlange sind zwar ein Todeskult der Hesinde, aber nein. Sie haben Informationen für euch, die ihr sicherlich brauchen werdet. Und danach werde ich noch einige Zeit dort bleiben, um mit ihnen zu parlieren. Es ist also nicht ganz uneigennützig, aber ihr könntet danach weiter aufbrechen. Zurück nach Brabak. Ist nur eine kurze Reise. Aber das Schicksal hat euch auserwählt. Nun gut, ihr sagtet, diese Echsenkreaturen hätten Informationen für uns. Ihr wisst nicht zufällig, zu welchem Zweck, welche Art von Informationen? Ihr befindet euch in Brabak. Und unsere Geschichten sind ebenso alt wie die Stadt und ebenso tief wie die Mauern der Nekromantenschule reichen. Wir haben Informationen über einen Gegner, der euch demnächst das Leben schwerer machen wird. Und es ist unter anderem auch in unserem Interesse, dass ihr ihn aufhaltet. Weil es von diesen Gestalten nicht auch schon genug gibt, die uns das Leben schwerer machen wollen. Oh, ihr habt ihn bereits gesehen. Haben wir? Um was für eine Gestalt handelt es sich? Um den finsteren Zauberkönig Mordor. Einige nennen ihn Mordor, andere Morudal. Oh ja, wir hatten bereits das Vergnügen.
in den Kindergeschichten, die man erzählt, um sie zu ängstigen. Auch dort wird er erwähnt. Er ist uralt, mächtig. Vielleicht sogar mächtiger als Palligan. Ich habe ihn zaubern sehen, aber er benutzte keine Geste, keinen Spruch, nichts. Ja, du kannst sehen, wie Polbera mild lächelt, wie er ein Kind angucken würde. Nun, er ist kein Gildenmagier. Seine Sprüche sind älter als das, was wir benutzen. Er ist auch kein Mensch, auch wenn er sich mittlerweile derer Gestalt bedient. Er ist ein Ma. Ein Ma? Es ist nicht nur eine Legende? Nein. Moment, hat das was mit Marus zu tun? Nein. Er ist Mare als Mehrzahl. Sind, nun ja, Legende in Magierkreisen. Sie sind ein Untergang des Volkes, ein weit, weit vergangenen Äon. Ich würde sagen, wir unterhalten uns auf dem Weg. Was meint ihr? Ist eine gute Idee. Ich vermute, ihr habt bereits Schiffe, Boote organisiert. Wir haben zwei Boote, mit denen wir stärksten werden. Nun gut. Ja, damit führt er euch mit einem Handwink, Marcello begleitet ihn, in Richtung des Hafens, wo der Pier natürlich nicht ausgebaut ist. Es läuft dann einfach nur aus zu viel Schlamm, in dem ihr dann einsinkt, bis ihr dann vor zwei Booten steht, die dort einsam und verlassen anliegen und zwei große Starkpinnen, die man dann eben daneben gelegt hat, sodass man sich dann mit seinen schlammigen Stiefeln in die Boote stellen kann und Polbera einfach nur mit einem Kopfnicken in Richtung der vielen Brücken nach Norden deutet. Den Mysop hinauf. Diamant ist für diese Freundlichkeit, diese Starkstange zu übernehmen. Ich denke, ihr kennt euch vermutlich am besten mit so etwas aus. Ja, das kann ich wohl tun. Eine Ursache. Ja, wer übernimmt die zweite Starkpinne? Kurz einmal, Starkpinne, sag mir nichts, verstehen? Ach so, doch. Ja, du hast lange Stäbe und, Spieße sind das nicht. Es sind einfach lange Stäbe, die du einfach dann unter dir in den Schlamm treibst, um das Boot dann abzustoßen. Schiebt man sich dann immer voran, okay. Genau. Also rudern, den zweiten. Genau, rudern wirst du dann höchstwahrscheinlich nicht können, aber dich dann abstoßen eben mit den Langstangen, das funktioniert dann wohl wesentlich besser. Genau, so eine Bootefahrenprobe, die könnt ihr jetzt einmal exemplarisch würfeln für plus 7. Da ist dann die Erschwernis fürs Starksinn und für den Sumpf dabei. Boah, dann würfel ich die 20 neu. Komm, kein Geiz. Ihr könnt euch natürlich auch Shia schon mitgenommen haben, beziehungsweise geschnitzt oder erworben. Die könntet ihr also ebenso mitführen, wenn gewünscht. Denn wenn ihr das Talent aktiviert habt, wäre das natürlich auch Erleichterung später. Okay, ich schaff's dann auch. Ja, also ich hätte mich auf jeden Fall noch einen Abend zuvor mit Rafim rangesetzt und für die Leute, die wollen, ein bisschen was hergestellt mit Holzbearbeitung. Ja, wie gesagt, müssen also. Wir nicht würfeln. Wir gucken uns das einfach an, wenn es soweit ist mit Skifahren. Aber ihr habt die auf alle Fälle dabei und ja, werden höchstwahrscheinlich funktionieren. Okay. Ja, so könnt ihr euch abtreiben. Wie gesagt, unter den verschiedenen Brücken durch einige finstere Morphus, einige Schlammkreaturen, einige merkwürdige Wesen aus Schleim, in deren Inneren irgendwelche Schlüssel oder Bücher gerade zersetzt werden. Oder spielende Kinder, irgendwelche Alligatoren, die ihr noch erkennen könnt. Teilweise auch irgendwelche Hunde, die dann am Rand entlang hopsen, auch wenn sie dann nur noch drei Beine haben und ihre schwarze Zunge dann aus dem Maul hängt. Brabak ist einfach ein merkwürdiges Bild der Toleranz, des Ekels, des Sumpfes. Es ist irgendwie widersinnig schön, möchte man meinen. Zusammengehalten wird die letzte Zivilisation, aber wenn ihr dann
den Hafen verlasst und dann die letzten Tore über euch seht, den Mühsop hinauf, wird es doch wesentlich stiller um euch herum. Nur noch das Summen der Insekten, was umso lauter in euren Ohren dringt. Ihr werdet zwar nicht gestochen und widerliche Krankheiten, die sich in euren Körpern dann nach oben fressen, aber laut ist es trotzdem. Schreit euch an, der Sumpf. Wo waren wir stehen geblieben? Morodal, Mordor, der Zauberkönig, ein Märchen. Er war einst ein Maa. Mittlerweile wohl einst eher ein Dämon, der in Menschengestalt unter uns wandelt. Und als Freizauberer braucht er keine Gesten. Ich frage mich, was ihn bewegt, mit Palygans zusammenzuarbeiten. Sie kämpfen um die gleiche Gunst. Um die gleiche Gunst oder das gleiche Ziel. Morodal stammt aus einem Zeitalter, was lange vergessen ist. Damals existierte Aventurien in der Form noch nicht. Die Meere waren höher, tiefer und die Städte grausamer. Ihr kennt vielleicht die Geschichten von Elem und dem Stein, den die Götter warfen. Götter. Aber sie haben es getan. Nicht nur einmal, sondern auch schon davor. Vor Echsen zu strafen. Um die Echsen und auch die Mare zu strafen. Morodal schickte einst seine seelenfressenden Schiffe schwarz über das Meer. Bis die Götter ihn banden. Götter. Jetzt ist er wieder da. Wo, vermutlich wisst ihr nicht, wo er war. Nun, es gibt einige Informationen, einige Berichte. Frühere Abenteurer, viele Generationen vor euch, haben von einem Schiff der verlorenen Seelen berichtet. Er ist schon seit einiger Zeit wieder da, aber jetzt erstarkt er in einem neuen Körper. Nun wurde er entfesselt. Nun ist es sicherlich eine unheilige Allianz zwischen Darion Palygan und diesem Morodal. Wir können kaum hoffen, gegen beide bestehen zu können. Nun, man mag von den Göttern halten, was man will. Das habt ihr ja schon erfahren, wie ich zu ihnen stehe, aber nicht einmal sie konnten Mordor damals binden, erfolgreich töten. Nun, er wurde schon einmal, gefangen genommen. Vielleicht gelingt es dies ein zweites Mal. Tja, da seid ihr mir doch näher, als ich dachte. Wenn ihr eure Macht mit denen der Göttern gleichstellt. Nun, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber er wurde gefangen genommen. Diese Umstände müssen doch reproduzierbar sein. Und wenn ihr riesige Steine auf Städte werfen könnt, sicher. Das ließe sich eventuell machen. Ich bin mir nicht sicher, ob er scherzt oder ob die Wahrheit sagt, aber ja. Was wisst ihr noch über diesen Morodal? Er stammt aus einem vergangenen Zeitalter. Mir kommt da gerade eine Idee. Wir haben doch von diesem Tierkönig gehört, der eingesperrt sein soll. Erinnert ihr euch? Meint den Rochenkönig? Genau. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Also, wir locken Morodal an, rein den Rochenkönig und sperren Morodal dort ein, wo vorher der Rochenkönig drin gefangen war. Nun, ich glaube, dieses Gefängnis ist eher metaphysisch als wörtlich zu nehmen. Nun, auch in ein metaphysisches Konstrukt kann man jemanden sperren. Und es hält den Rochenkönig doch zurück. Und ich glaube, Tierkönige sind auch gewissermaßen Freizauberer, oder? Je nach Macht, aber ja.
Nun, es würde sich sicherlich lohnen, dieser Sache nachzugehen, selbst wenn Abel mir recht hat. Nun, mein Wissen über Mörder ist nicht beliebig groß. Ich habe einige Zeit recherchiert, vor allem in der letzten Zeit, seit den namenlosen Tagen. Aber genau deswegen weiß ich, dass ihr ihn und Balligan aufhalten wollt. Und deswegen habe ich das Treffen mit dem Todeskult arrangiert. Dieser Todeskult, es klingt sehr obskur. Sind Menschen, oder? Das sind Echsen. Können wir sie danach töten, wenn sie schon ein Todeskult sind? Tja, ihr könnt es versuchen, aber ich würde gerne vorher das Wissen aus ihnen ziehen. Natürlich, warum auch immer ihr nach Wissen von Echsen strebt, das ist eure Sache. Aber wenn wir sie danach töten können, finde ich das sehr berechtigt. Ich habe noch nie gehört, dass Echsen einen Todeskult betreiben. Ein Lebenskult, ja. Nun, was wisst ihr denn über die Kultur der Echsen? Habt ihr sie in den Sümpfen beobachtet? Nein, nur was man so in den Büchern lesen kann, dass sie nun ja einen Pantheon anbeteten, dass sich gewisse Überschneidungen zu dem zwölfgöttlichen Pantheon bietet. Das ist sogar richtig. Viele der Götter, die ihr anbetet, Hesinde, Zar, stammen aus den Echsenkulten. Aber dass sie Boron anbieten, habe ich noch nie gelesen oder gehört. Interessant. Nein, mit Boron hat das nichts zu tun. Wie gesagt, ein Zirkel der Hesinde. Und wenn ich sage Todeskult, dann meine ich, dass sie opfern, um zu leben. Aber sie opfern nicht an Boron oder an Visa oder Tagunitot. Ihr solltet aufpassen, wenn ihr diesen Namen sagt. Tja, was man sagt, stimmt. Die Aufmerksamkeit hat man. Aber Tagunitot beobachtet mich schon seit einiger Zeit. Sein Lächeln wird wieder sehr schmal. Nun, ihr müsst für sie sehr attraktiv sein. Zumindest war ich es einst. Was verlangen diese Echsenkreaturen für diese Informationen? Wahrscheinlich, dass ihr Mörder aufhaltet. Sie haben die gleichen Ziele wie wir. Nun, das trifft sich gut. Müssen wir etwas beachten? Gibt es nun ja kulturelle Differenzen, könnte man sagen. Die gibt es sicherlich. Warte ich schon einmal bei Ihnen? Bei diesem Stamm, nein. Aber meistens ist es so, dass sie ihre Lager, ihre Brutnester relativ dicht aneinander aufreihen an heißen Quellen oder etwas dergleichen mehr, Schwefellöcher. Und ihre Priester wohnen dann außerhalb, um dort zu opfern und den Zorn ihrer Götter von sich zu nehmen. Interessant. Wir werden sicherlich einigen von ihnen noch begegnen. Ihr solltet sie am besten nicht angreifen. Darauf reagieren sie empfindlich. Ja, das tun die meisten Kulturen, wenn man sie angreift. So ist es. Also, Boltanks, wie wäre es mit ein wenig höflicher Diplomatie? Der Frigifaxius. Ich meinte keine gewalttätigen Aktionen. Wir wollen etwas von ihnen. Gebt mir mal bitte einen W20. Jeder oder nur einer? Erstmal nur ein. Legt. Bein. Ja, alles klar. Ja, ihr starkst euch voran, wie gesagt, den Mühsop nach oben und irgendwann werdet ihr den doch, wie breit kann so ein Fluss sein? Aber er ist doch schon noch als Fluss zu erkennen. Irgendwann aber biegt ihr auf einen Deut von Polberra in eine Seitenstraße ab, die dann doch deutlich schlammiger ist und
Ja, spätestens ab dem Zeitpunkt würden Paddel nicht mehr funktionieren, sodass dann eure Starklanzen von wesentlich wichtigerer Bedeutung sind. Ja, ihr müsstet dann auch nebeneinander, ihr müsstet dann auch hintereinander fahren und nicht mehr nebeneinander. Eure Gespräche könnt ihr trotzdem noch weiter führen, aber es ist deutlich enger geworden und die seltsamen, ja, Lianen, die Weiden, die dann herunterhängen, die merkwürdigen Büsche, die Vegetation, die dann eben näher kommt und immer näher, je weiter ihr euch dann in die Richtung bewegt, die gewiesen ist, ausgeschildert ist sie nicht wirklich, warum auch immer Paul Berra dann an dieser Stelle abbiegen wollte. Aber ihr habt fast das Gefühl, als wurdet ihr von der Vegetation gestreichelt, auch einige Tiere, die ihr dann erkennen könnt, Morphos, die im Schlamm sitzen und gefährlich ihre Stacheln aufrichten, wohl dann aber nicht abschießen, weil sie sich noch nicht so sehr bedroht fühlen oder Menschen nicht kennen. Und während ihr euch dann bewegt, könnt ihr erkennen, wie einige Bäume vor euch sich bewegen und irgendetwas Schweres durch den Schlamm sich schleppt. Hey, Scheiße, da vorne, da ist irgendwas, irgendwas Großes. Oh, lasst mich einmal sehen. Erkenne ich, was da ist? Ja, ihr könnt mal gerne auf Sinneschärfe würfeln. Wie gesagt, das, was ihr erst einmal vor allem seht, sind dann die umbiegenden Bäume und den Schlamm, den ihr dann auch hört, wenn sich hilft sumpfkundig hier bei dieser Sinnesschärfeprobe? Ja, das ist Sumpf. Okay, alles klar. Ihr könnt tatsächlich sehen, wie dort ein gewaltiges, mehrere Tonnen schweres Monster auf euch zuschreitet, mit einer gewaltigen Schädelplatte und zwei, sind sogar drei Hörner, die aus seinem Kopf nach draußen ragen. Die Hörner sicherlich einen Meter lang. Und das Ding, wie groß ist es? Während es die Bäume zur Seite biegt, 10 Meter lang. Ihr könnt erkennen, wie dort auf dem was auch immer es ist, eine gewaltige Echse, ein weiterer Achas sitzt. Sieht so aus, als ob er einen Sattel oder so etwas hat. Große Taschen aus Leder, die an ihm herunterhängen. Und wenn ihr dann auf ihn zustarkst, wird er dann auch verwundert sein Tier anhalten und euch mustern. Seine Augen blinken so ein bisschen, blinzeln einmal auf. Allerdings nicht wie bei Menschen von oben nach unten, sondern seitwärts. Was euch erstmal so einen kleinen Schauer über den Rücken laufen lässt. Und dann spricht er auf seiner merkwürdigen, zischenden Sprache mit euch. Chitlesere Mestas Siacha Theotl. Unglaublich, er benutzt dieses Monstrum als Reittier. Er will wissen, ob ihr etwas kaufen wollt.